Ach, hier ist nur ein Buch am Hüppeln. Ja, ich hab dich gesehen. Hier ist ein Demigeist. Danke. Wasser. Danke sehr. Einmal erhöhter Boden, okay. Einmal goldener Seitenumhang. Aber das war's hier im Großen und Ganzen auch schon, nicht wahr? Ja. Ja, aber hier wollten wir auch nicht eigentlich hin, sondern wir wollten das Ding da oben. Ist überhaupt klar, wie teuer der Besen war? Seine eigenen Sachen zu zerstören. Das ist eine Glocke. Aber der Besen gehörte deiner Schwester. Und du sollst wissen, dass sie außer sich ist. Ja. Ah, guck mal. Hier waren wir noch gar nicht. Das habe ich komplett übersehen. Hier und hier. Schön. Unser Inventar ist auch gleich wieder voll. Ich weiß es jetzt schon. Das ist die Drachenbrille. Okay. Okay. Suchen gleich Reparo. Einen Moment Geduld, bitte. Oh mein Gott. Oh, ich hasse das Inventarmanagement. Das ist so unnötig bei so einem Spiel. Nein, danke. Darf ich jetzt? Dankeschön. 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 Da ist nichts Grünes. Danke, danke. Aber das Teil kriegen wir jetzt nicht mehr. Ich find's cool, dass man da unten trotzdem noch immer Vögel und Spaziergänger sieht. Echt gut gemacht. Aber ansonsten. Oh, doch. Bewegtes Porträt. Oh, quack. Mhm. Avia beige, okay. Gebüsch. Hab ich entdeckt, die Gebüsch? Buck. Danke. Cool. Dann. Na, triffst du die Glocken, hm? Nein, die gehen nicht. Oh, da oben ist noch eine, die fehlt. Ist es Reparo? Nein. Erste wäre geschafft. Ja.
Wow. Okay, die bimmelt nicht. Rebellion. Ich habe die Halterung gesehen, allein. Die, ah, hier ist er. Gemacht. Ist aber kein Geheimnis von Hogwarts, schade. Okay, aber das war dieses Gebimmel. Wir sind hierher gekommen, genau. Gab's hier nicht? Ja. Das war die Truhe, die hatten wir schon. War das hier ein Ausgang oder? Ja. Das ist wieder das Bild. Ich bat Amita K. mir Verwandlungsnachricht. Okay, okay. Darf ich mal? Danke. Ich wünschte, ich könnte meine Übungsbücher verzaubern. Schon mal hatten wir. Okay. Da vorne. Oh Gott. Na bitte nicht. Nein, das erspare ich euch jetzt im Moment. Danke. Eigentlich gerade keine Lust, ne? Rebellion. Sag mal, verfolgt mich Peeves? Doch, er ist da. Wollte gerade sagen, Professor ist nicht hier. Aber nee, die Tränkestation brauche ich nicht. Hier hatten wir auch schon alles, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt sind wir wieder in der Haupthalle. Oh Gott. Es ist ein klein bisschen mühsam. Lauf. Ich bin geblendet.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nein, 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 nein. Ich gehe gleich wieder. Hier gibt es genau nichts, wie wir wissen. Hier gibt es zwei Demigeist-Statuen. Hier vielleicht draußen. Lass uns mal hier hin, ansonsten würde ich sagen, wir questen dann mal wieder weiter. Denn irgendwie Revelio. Irgendwie ist hier genau gar nichts. Gucken wir mal zu Tierwesen. Wir hier was entdecken? Da haben wir schon mal zwei Schlösser. Wahrscheinlich Stufe 3 bei meinem Glück. Nee, nicht mal. Oh, da sind eine ganze Menge Schlösser, sehe ich gerade. Dann werden wir hier mal ein paar Untersuchungen anstellen. Mal sehen. Ob wir noch was entdecken. Das ist kein Demigeist. Nein. Sehr geehrte Frau Professor Hohen. Ich wäre überaus glücklich, Ihnen jegliches übrig gebliebene Knuddelhoff-Haar abzunehmen. Ich könnte es mitnehmen, wenn ich das nächste Mal eine Lieferung an das Schloss habe. Es hört sich an, als hätten Sie mehr als genug davon für Ihren Unterricht. Vielleicht hätten Sie ja sogar Zeit für eine Tasse Tee. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie einst einem Okenny begegnet sind. Ich hätte nichts dagegen, diese Geschichte zu hören. Mir ist mal ein junger walisischer Grünling begegnet, als ich im Westen Krötenkraut gesammelt habe. Natürlich hätte es auch ein frisch geschlüpfter Wiefern sein können. Es ist schwierig, das Alter einzuschätzen. Wie auch immer, das Leben mit magischen Tierwesen ist nichts für schwache Nerven, nicht wahr? Ich warte gespannt auf Ihre Antwort, Ellie Peak. Oder Peck. Revelio. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Der gehört schon so gut wie uns. Was... Spiel, bitte. Ich würde die Questmarker gern loswerden, danke. Dafür diesen hier, genau. Du gehörst mir, Demigeist. Und dann den Demigeist einsammeln. Ah, da war es nur noch einer. Oh, Nippler, cool. Wie süß. Nein, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Vielmehr wollte ich hier hin. Danke. Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Revelio. Was auch immer du meinst. Ja, da kommen wir Alohomora. Rein. Alohomora. Es wird jetzt keine Demigeist-Statue drin sein, aber wer weiß. Nee. Ah. Dankeschön. Hier war noch irgendwo was da drinnen. Oder da hinten. Ne, das ist drinnen. Hab ich das übersehen? Ja, hab ich. Danke. Und damit, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh mein Gott, das war tiefer als gedacht, sorry. Dann wollte ich noch mal kurz hier vorbeigucken. Revelio. Hi Professor. Darf ich mal Ihre Post lesen? Liebe Madame Kogawa,
Ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Hauspokalturnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten, und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt. Professor Weasley besteht darauf, dass wir dem Schulleiter gehorchen, und hat mich ermutigt, allein zu trainieren. Ich habe zwar einige herausfordernde Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Ich bitte Sie inständig, könnten Sie nicht mit dem Schulleiter oder mit Professor Weasley sprechen? Es wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Ich danke Ihnen, Imelda Reyes. Hallo, Homura. Kommen wir jetzt rein. Ich hoffe, wir haben noch Platz im Inventar. Wir sollten dann auch schleunigst mal Hogsmeade oder einen anderen Händler besuchen. Hier. Dankeschön. Revelio. Aber kein Demigeist. Kein Demigeist, kein Demigeist, kein Demigeist. Wenn ich mich nicht ganz irre. Nein. Danke. Im Moment keine Lust. Ha. Zählte der Bereich hier auch noch? Oh Gott, hier waren wir noch gar nie. Oh! Ein Testral. Kann ich dich streicheln? Kann ich dich füttern? Nein, schade. Da oben, da oben, da oben. Okay, vielleicht kommen wir hier rein. Ja, hier Hallo, kommen Homura. Wir rein. Die Stelle hier haben wir ja noch gar nie besucht. Von daher. Und ich habe ja noch immer leise Hoffnung, dass wir noch den letzten Demigeist finden. Also zumindest den letzten, den wir brauchen. Eine Truhe. Danke. Ich sollte, glaube ich, wieder meine Ausrüstung kurz durchsehen. Ist grün. Kann weg. Ja, wir waren eh schon wieder voll. Nichts Grünes mehr. Nichts Grünes mehr. Ja, hier haben wir noch grüne Sachen. Kann weg. Ja, weg bitte. Kann weg bitte. Kann weg bitte. Oh, so viel schönes Geld. Kann ich noch nicht tragen, ist aber grün und ist Schrott. Kann weg. Und ich bin ja nur froh, dass die anderen Sachen, so wie Zauberstabgriffe und solche Dinge, nicht als Inventar zählen. Alter Verwalter, dann hätte ich wirklich Probleme. Wie komme ich da hin? Wir werden es hoffentlich gleich erfahren. Da vorne ist auf jeden Fall noch was. Eine Kutsche. Hallo, Homura. Stufe 1, das kriegen wir auch. Das ist auf jeden Fall machbar. Na, wo bist du denn? Hier. Wenn Stufe 1 plötzlich kniffliger ist als Stufe 3 oder 4, nein, als Stufe 2, aber. Revelio. Ja, okay. Damit kann ich leben. Nein. Warte mal. Ich hab dich gesehen. Du kleiner Mi. Hallo, ich will aufschließen. Du brauchst nicht ausrutschen. Ah, du kleiner Demigeist, du kleiner, kleiner, mieser Demigeist. Ich hab dich entdeckt. Jawoll! Und? Yes! Das war er. Bitte sag, Inventar, dass ich jetzt meine 13 Demigeises habe. Ja, hab ich. Perfektestens. Das heißt, der Mann im Mond, der hat es schwer. 13. Ab mit uns. Da oben müssen wir hin.
Ich glaube, Collegehof, untere große Treppe. Ja, ich glaube, der passt ganz gut. Dann die große Treppe rauf und zu Mr. Moon. Ah, endlich. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Danke, ich weiß. Rauf, 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 rauf. Rauf, 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 rauf. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Ja, ja, ist okay. Lieber Hauself. Und Mr. Moon. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? In der Tat. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich, vielen Dank. Sie sind bereit, ja, für die letzte so bin ich. Alohomora-Lektion. Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Was tut man nicht alles für einen Zauberspruch?